Hallo, oh Gott, was hab ich mir denn dabei gedacht letztes Mal? Was ist da denn los? Oh, nee, warte. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, das war lustig, aber jetzt nicht mehr. So, wie war das jetzt? Kann ich eigentlich mit dem Yoshi da unten da durch oder ist das eher nicht so drin? Ich versuch's mal. Bim, 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 bim. Und das war wieder schön. Jetzt hat Nintendo übrigens den letzten Part wieder weggeclaimt. So muss das. So muss das. Und nicht anders. So, jetzt fressen wir erstmal den Maul hier. Und ich kann nicht drunter durchrutschen, während ich klein bin. Das geht einfach nicht, Leute. Tut mir leid. Der Yoshi macht mich einen Block weiter groß. Danke nochmal an den Tipp. An denjenigen, der den Tipp geschrieben hat. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich bin auch ein bisschen im Arsch gerade. Aber ist okay. Ja, nochmal. Weiter geht's hier. Rutschende Maulwürfe. Macht ja so viel Fun. Fun! Okay, los geht's. Jetzt haben wir hier den Maultunnel. Ist natürlich jetzt wichtig, dass ich zwischen den beiden Boys bleibe hier. Oder vielleicht sind das ja auch Boy und Girl. Vielleicht sind die ja auch gerade auf dem Ausflug. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay. So, ja, das ist jetzt wieder die Frage. Ich kann nicht sehen, wo ich hin muss. Ah, jawohl, ey. Jawohl, Kinder. So macht das Spiel doch Spaß. Na, machen wir alle Sprünge so, dass man sofort stirbt? Ja, warum auch nicht? Das ist mein Hack und der ist so gut. Ich bin eine Fame-Hure. So, jetzt habe ich ja eigentlich schon verloren, ne? Warte mal, wieso? Nee, ich habe ja nicht verloren. Was soll das denn jetzt hier wieder? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ich versuche jetzt einfach mal Folgendes. Ah, Mann! Wenn man sich denn nicht immer versaven würde, ne? Ja, ist das schön hier. Ja, genau. Schön so. So rüber. Okay. Okay, Boys. Muss ich jetzt hier zwischen den beiden Jungs bleiben oder nicht? Ich kann es auch jucken hier. Ich kann ja theoretisch auch hier so lang. Ach, Kacke! Maulo Mio Nummer 1 ist schon weg jetzt. Das heißt, er ist jetzt hier alleine. Oh Mann, das ist belastend, Leute. Das ist richtig belastend. Okay. Genauso wie das hier. Oh Mann! Kinder, lass doch einfach mal ein bisschen Platz für Jesus hier. So, nee. Ich weiß nicht, ob ich dann da immer noch zwischen denen bleiben muss. Weiß ich nicht. Ich versuche mal einfach ohne, komm. Arschlecken 53. So, die erste Passage war jetzt nicht so schwer. Da kann man ja schon mal... Ach, genau. Ah, ja, natürlich. Ich muss den ersten Maulwurf mitnehmen. Sonst passt das da unten mit der Geschwindigkeit nicht mehr, natürlich. Wenn's schwierig sein kann, dann ist es auch schwierig. Okay. Yep. Nee. Ja, dass so ein Maulwurf ein bisschen schwerer ist als Mario, das ist ja auch, glaube ich, klar. Das hat sich auch viel zu einfach angefühlt gerade, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, also das hat sich viel zu einfach angefühlt. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen schwieriger hier. Aber ist es nicht gewesen. Ah! Das heißt, ich muss trotzdem zwischen den beiden Jungs bleiben hier. So nämlich. Okay, da kommen sie trotzdem beide. Ah. Solche Dinge... Leute, was ihr nicht seht, ist, dass hier alles rutscht. So, jetzt aber... Hä? Hallo? Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Das habe ich mir gedacht. So, das heißt, hier schnell runter. So. Ei, ei, ei. Der fährt mich dann auch noch in die... In die Schlucht. In die Abgrundschlucht. Aber warte mal, wenn wir jetzt hier sind, haben wir ja eigentlich schon mal relativ viel geschafft, ne? Also, da, das ist schon... Ich würde sagen, ein Drittel vom Ganzen haben wir jetzt. Oh Mann, ey. So. Jetzt hier mal ein Sicherheitssafe. Den mache ich jetzt hier hin. So.
Und dann spielen wir mit dem anderen Safe Point. Ja, das ist schön, ne? Das macht Spaß. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen weitermachen hier. Zack. Okay. Wie auch immer ihr wegschnallt. Seht ihr das? Genau, deswegen brauchen wir den Sicherheitssafe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie belastend das hier ist mit dem mit der Eisphysik. Okay. Okay. Ah, das ist schlimm hier. Ah! Jesus Maria! Also 6 Minuten erst im Video! Kommen wir vor wie 10! Wie 30! Ich dachte, gleich sind wir ja fertig hier für heute, ne? Nö! Ist hier eigentlich alles voll mit solchen Dingern? Ja, natürlich! Alles voll! Ich bin Pangea Panga! Ich bin eine Fame-Hure! I would like to say I'm sorry, but I'm not! Arschloch! Okay. Okay. Das ist natürlich jetzt auch saftig. Einfach hier rüber, während man nicht sprinten darf. Und alles noch mit Eis voll ist. Jawoll! Ja! Wie soll man das denn machen hier? Uiik, uiik! Ja, Digga, um dich kümmern wir uns gleich noch. Aber der Fairness halber muss ich sagen, das hier ist nicht so schwer wie das mit den Shells. Das war ein richtiger Albtraum. Oh, ja, so, warte. Rüber. Oh. Können jetzt schon aufhören, ne? Ah, haben wir heute wieder Mario gemacht? Jawohl, schön. Mit Maddie haben wir immer Freude den ganzen Tag. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir das hier mit dem Schack lösen. So, ne? Oh. Oh. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Bitches. Ich hab's geschafft. Das ist schlimm hier. Ah, warte. Nee, den muss ich ja doch drücken. Ah, dann weiß ich. Ich dachte, ich müsste dem ausweichen. Nee, ich drück erstmal den gelben. Und dann kümmern wir uns um den hier. Und mit dem dritten Maulwurf machen wir dann. Ist aber eine interessante Möglichkeit, hier mal das so zu machen, dass man beide Maulwürfe braucht. Ah, fast. Dass diese Nase auch aus Lava besteht von dem Vieh, ne? Das ist frech. Deswegen, man denkt, die würden einem helfen, aber sind sie nicht. Nicht trusten, Leute, niemals. Nein! Nicht hoch genug. Ja! Und jetzt ist es wieder das Never-Ending-Todeslevel. Trust him! No! Never trust! Ne, Kinder, never trust. Deswegen, ich war kurz davor zu trusten. Aber. Dann kamen die und haben einen Maulwurf geworfen. Das ist natürlich nicht so geil. Nicht so geil. Nicht so geil. The Bridge of Poli. Brückenlevel in so Kaizo Hex sind immer sehr, 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 sehr. Die haben die richtige Süme, Leute. So Brückenlevel in Kaizo Hex haben immer die richtige Süme. Das ist gut. Und jetzt gleich getötet. Das sag ich doch. Hallo.
Oh ja. Wo habe ich das schon mal gesehen? Im letzten Super Dram World und in Kaizo Mario 2. Und zwar genauso. Wie soll ich denn da an die Sprachbox reinkommen? Da war gar keine Sprachbox. Die habe ich mir eingebildet. Okay. Ah, anschnicken. Das macht Spaß hier. Hier ist Freude, hier ist Glück, hier ist Lebensfreude, hier ist Kraft und hier ist der Saft, der uns alle glücklich macht. Oh ja. Bitteschön, das ist Nektar, Ambrosia, das ist Gottes Schweiß, das ist alles. Und heute in einer Sondervorstellung. Das Schlimme ist, pass auf, das Schlimme ist jetzt nicht der Sprung hier. Ich kann euch das mal zeigen. Damit ihr jetzt das nachvollziehen könnt. Danke nochmal für eure Tipps und danke für eure Befehlseingaben, die man alle machen muss. Ich meine, es ist ja krass, wenn man hier so eine heftige SMW-Hacking-Community hinter sich hat und alle Leute, die dann auch Ahnung davon haben. Es freut mich wirklich. Das setzt mich auch ein Stück weit unter Druck, aber dafür sind wir ja da. Okay, moin. Dann hier rüber. Der Schlimme ist nicht der, da rüber zu kommen. Das ist in Ordnung, das geht. Der Schlimme ist, dann weit genug unten zu sein. Hier. Ah, okay, dann hier Spinjump. Ist okay. Auf die Gefahr hin, dass man mir sagt, dass ich es nie lerne, werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder hier Slowdowns benutzen. Und dann seid ihr alle wieder böse. Aber ist okay. Hier. Das Geile ist, die Leute, die immer bei den Streams dabei sind, die sind nie böse. Die sagen dann, oh, Maddie ist okay. Wir wissen ja, wie die Gaudi so ist. Die Gaudi ist halt so. Aber man kann es lernen. So, ich sehe das. Warte mal, ich gönne mir jetzt erstmal hier Neverending Todeslevel. Muss ich das machen? Okay, da sind wir. Das war schon frech. Brauche ich eigentlich das Ding? Ja, brauche ich. Hä? Wie soll das denn dann vonstatten gehen hier? Oh! Mir kam das sowieso schon so vor, als wenn ich hier viel zu lange gewesen wäre. Tja, jetzt wissen wir warum. So. Ich gönne uns jetzt mal die Hälfte der Geschwindigkeit. Auch auf die Gefahr, dass ihr schreien werdet, aber es ist... Das ist so, manchmal ist das so, manchmal brauchen wir das. Das ist für die eigene Sanity. Hier ist ja doch eine Sprachbox. Share this message during a speedrun. No over. Ja, ja. Als wenn irgendjemand davon freiwillig einen Speedrun machen würde. Ehrlich jetzt. Und als wenn sich das überhaupt jemand angucken würde. So nämlich. Kann ich davon mit dem Spinjump abspringen? Okay, ja, das, so ist die Ausführung. Okay, ich hab's. Das war mir jetzt gerade emotional wichtig, dass ich das heute noch mache. Und der Rest kommt dann wahrscheinlich morgen oder wann auch immer. Und wir hängen weiterhin am Seil. Ja, das machen wir.